Deine Hausarbeit steht in den Startlöchern, du brauchst nur noch einen aussagekräftigen Titel, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Denn hier bekommst du 7 Tipps, wie du den Titel deiner Hausarbeit zu einem unwiderstehlich anziehenden Magneten machst und den Grundstein zu einer 1,0 Hausarbeit fest im Kopf deines Dozenten verankerst. Und damit herzlich willkommen bei Schreib! Falls dir dieses Video weiterhilft, würde ich mich astronomisch über ein Like und einen Kommentar freuen? Bist du neu auf meinem Kanal? Dann fühle dich herzlich eingeladen, auf den roten Button zu klicken und die kleine Glocke zu aktivieren, damit du keines meiner Videos mehr verpasst und ich dir dabei helfen kann, dein Studium auf das nächste Level zu heben. Jetzt aber ohne große Umschweife zum Inhalt. Wie machst du deinen Titel zum imposanten Aushängeschild deiner wissenschaftlichen Arbeit? Tipp Nummer 1: Fertige einen Titelentwurf an. Zu Beginn deiner Hausarbeit den Titel unveränderlich festzunageln macht keinen Sinn. Verwende nur ein paar Minuten darauf, einen halbwegs anständigen Titel zu formulieren, den du deinem Dozenten in der ersten Besprechung oder gar in der ersten E-Mail vorlegen kannst. Dabei muss dein Titel keine großen sprachlichen Kapriolen schlagen oder unbändige Neugier entfachen. Dazu kommen wir später. Eine einfache Regel für einen ersten Titel deiner Hausarbeit lautet wie folgt. Bringe die wichtigsten Begriffe deiner Hausarbeit in einen Zusammenhang. In einem ersten Schritt schreibst du also die wichtigsten Begriffe deiner Hausarbeit vor dir auf. Am besten lässt sich diese Technik an einem Beispiel erklären. Für meine fiktive Hausarbeit wähle ich die Begriffe Remote Work, Unternehmenskultur und Startups. Okay. Diese Schlagwörter zu bestimmen hilft dir nicht nur beim Formulieren deines Titels, sie sind gleichzeitig auch noch die entscheidenden Keywords für deine Literaturrecherche. Bevor du diese Begriffe überhaupt bestimmen kannst, solltest du dir natürlich zuvor ein Thema für deine Hausarbeit überlegt haben. Wie du systematisch ein Thema für deine Hausarbeit finden kannst, erfährst du auch hier oben rechts in meiner Anleitung dazu. Doch nun zurück zu unserem Titel. Aus den drei Schlagworten formst du nun einen Satz, der die Wörter in einen halbwegs logischen Zusammenhang bringt. Beispielsweise so. Remote Work und die Unternehmenskultur von Startups. Zack, fertig ist der erste Entwurf. Das war doch gar nicht mal so schwierig. Ein besonders verheißender Titel ist das natürlich noch nicht. Doch daran werden wir arbeiten. Wenn du deinen finalen Titel erst am Tag deiner Abgabe enthüllst, dann zeigst du außerdem, dass du dir Mühe bei der Überarbeitung und Perfektionierung deiner Arbeit gegeben hast. Tipp Nummer 2. Teile deinen Titel durch einen Doppelpunkt. Jetzt kommen wir zu den sprachlichen Feinheiten, wie du mit dem Titel deiner Hausarbeit bleibenden Eindruck hinterlässt. Du kennst ja diese ganzen Sprüche und Weisheiten. Der erste Eindruck zählt und so weiter. Und weißt du was? Es stimmt. Wenn du mit deinem Titel Neugier auslöst, polarisierst oder Erwartungen schürst, dann wird dein Dozent mit einer ganz anderen Voreinstellung an die Korrektur deiner Arbeit herangehen. Bei einem uninspirierten, langweiligen Titel wird der Gutachter schon in den ersten Sekunden entscheiden, dass deine Arbeit die Chance auf eine herausragende Note verspielt hat. Bei einem außergewöhnlichen Titel wird derjenige sich doch denken, wow, die Messlatte steht. Ob die Arbeit meine Erwartungen erfüllen kann? Und zack, der Grundstein für eine 1,0 ist gelegt. Jetzt muss nur noch der Rest deiner Arbeit deinem Titel gerecht werden. Der nächste Titelhack ist also die Trennung durch einen Doppelpunkt. Damit teilst du deinen Titel in zwei Teile auf und verdoppelst damit deine Gestaltungsmöglichkeiten. Du kannst weiterhin die wichtigsten Begriffe in vernünftiger Art und Weise benennen und zusätzlich eine erwartungsvolle Aussage oder eine spannende Frage in den Raum werfen. Versuchen wir das Ganze mal anhand meines Beispiels. Startup-Kultur Remote Work als Employer Branding Werkzeug Durch diese Zweiteilung habe ich sogar noch einen zusätzlichen Begriff, in diesem Fall Employer Branding, unterbringen können, mit dem der Titel der Arbeit noch konkreter wird. Dieser Titel wäre für eine Hausarbeit schon ganz annehmbar. Doch es geht noch besser. Tipp Nummer 3. Entfache Neugier durch eine Frage. Rhetorische Mittel sind im Titel deiner Hausarbeit nicht verboten. Im Gegenteil. Der Titel ist einer der wenigen Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit, bei denen du dich kreativ ausleben kannst. Dabei sollte der Titel natürlich immer widerspiegeln, wovon die Arbeit auch letztendlich handelt. Du solltest also auf keinen Fall kryptische Andeutungen oder geheimnisvolle Begriffe verwenden, die ein ungeübter Leser nicht versteht. Ein paar leichte rhetorische Mittel jedoch können den Titel erheblich aufwerten und echte Neugier entfachen. Glaub mir, Dozenten lesen so unendlich viele langweilige wissenschaftliche Arbeiten. Wenn du mit deiner Arbeit positiv auffallen kannst, hast du bereits gewonnen. Ich wiederhole hier gerne noch einmal das Uni-Geheimnis, das so etwas wie die Grundphilosophie von Schreib geworden ist. Je origineller du dich von der Masse der anderen Hausarbeiten, Präsentationen oder Klausuren abheben kannst, desto besser wird deine wissenschaftliche Leistung und demnach auch deine Note sein. Wenn du mir nicht glaubst, dann schau dich mal in der sogenannten echten Wissenschaft um. Ein Bewertungskriterium vieler hochangesehener Wirtschaftsjournals ist die Originalität einer Arbeit. Jetzt kommen wir aber zum Anwendungstipp für deinen Titel. Hier kannst du eine Frage in deinen Titel einbauen. Die offene Fragestellung wird deine Arbeit auf Anhieb interessanter machen. Sie projiziert die Frage in den Kopf deines Lesers. Auch wenn er sich die Antwort schon denken kann, ist er gespannt darauf, wie du sie in deiner Arbeit beantwortest und deine Antwort auch begründest. Wenn du das schaffst, ist dir ein goldener Notenregen sicher. Probieren wir das Ganze wieder an unserem Beispiel. Virtuelle Startups Employer Branding durch Remote Work für die Generation Y. Wahrscheinlich würdest du für diesen Titel den Kommentar bekommen, mehr Anglizismen hatten sie nicht im Angebot? Verzeih mir, aber von den englischen Begriffen kann ich mich nicht ganz frei machen. Davon mal abgesehen würde dieser Titel jedoch durchaus funktionieren. Aber Achtung! Wenn du in deinem Titel eine Frage stellst, darfst du diese nicht mit deiner Forschungsfrage verwechseln. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ähneln sich dann dein Titel und deine Forschungsfrage ein wenig, doch du musst die beiden Dinge unbedingt getrennt voneinander behandeln. Tipp Nummer 4: Wecke Erwartungen durch eine Aussage. Anstatt deinen Titel in einer Frage zu verpacken, könntest du die Begriffe auch als Aussage formulieren. Dieses Mittel hat in etwa den gleichen Effekt wie eine Frage, jedoch nur dann, wenn die Aussage ein wenig polarisierend daherkommt. Aber Vorsicht! Eine Aussage, deren Wahrheitsgehalt wirklich jedem klar ist, schafft einen ganz anderen Effekt. Pure Langeweile. Lautet dein Titel in etwa so? Startups in Deutschland. Remote Work als Herausforderung für Unternehmenskulturen. Da schlafen deinen Dozenten wirklich die Füße ein. Wie wäre es stattdessen mit diesem Titel? Das virtuelle Startup. Remote Work als disruptives Employer Branding-Werkzeug. Das klingt doch schon besser. Und irgendwie hätte ich jetzt Lust, eine Hausarbeit zu diesem Thema zu schreiben. Was denkst du über diesen Titel? Schreib es gerne in die Kommentare. Tipp Nummer 5. Schaffe Klarheiten durch Substantivierung. Diesen Tipp habe ich unabsichtlich schon bei allen anderen Beispielformulierungen verwendet. Um dir klarzumachen, was ich genau meine, gebe ich dir ein Negativbeispiel. Virtuelle Startups. Wie Unternehmen ihr Employer Branding verbessern, indem sie Millennials mit Remote Work bewerben. Da habe ich es wohl ein wenig übertrieben. Dieser Titel hört sich mal richtig kacke an. Doch so wird dir klar, was ich mit Substantivierung meine. Anstatt Verben zu verwenden, in diesem Fall verbessern und bewerben, beschränkst du dich ausschließlich auf Substantive. Tipp Nummer 6. Verwende magische Wörter. So, einen letzten Pfeil habe ich noch in meinem Köcher. Verwende magische Wörter. Was soll das sein? Bin ich jetzt komplett verrückt geworden? Nein. Magische Wörter sind das fehlende i-Tüpfelchen auf deinem Titel. Die vegane Sahne auf der Rübchentorte. Mit magischen Wörtern sollst du nicht ins Fiktive abdriften oder deinen Titel lächerlich erscheinen lassen. Vielmehr kannst du deinen Titel damit interessanter und plakativer formulieren. So wie ein Titel eben sein sollte. Ich habe eine Weile überlegt, wie ich ein magisches Wort in mein Beispiel einbauen könnte. Und bin schließlich zu folgendem Ergebnis gekommen: Remote Work Revolution. Disruptives Employer Branding in der Startup-Kultur. Mein magisches Wort ist hier Revolution. Es polarisiert trifft eine Aussage, klingt gut und rundet den Titel somit würdig ab. Was meinst du? Ich bin jedenfalls zufrieden. Diesen Titel würde ich nun für meine Arbeit auswählen. Tipp Nummer 7. Lege dich erst am Ende fest. Um den Kreis zu schließen, kommen wir noch einmal zum Anfang zurück. Im ersten Tipp hatten wir abgemacht, zunächst einen Entwurf für deinen Titel zu verfassen. Anhand der Beispiele hast du nun gesehen, wie viele verschiedene Iterationen der Titel einer Hausarbeit durchlaufen kann. So kannst du es auch mit dem Titel für deine persönliche Hausarbeit handhaben. Lege dich erst auf einen Titel fest, wenn deine Arbeit fertig ist. Dein Titel soll deine Hausarbeit angemessen widerspiegeln. Und im Schreibprozess kann sich eine Arbeit schnell in eine andere Richtung entwickeln. Deshalb ist es gar nicht nötig, dass dein Titel schon am Anfang perfekt ist. Außerdem wird es dir viel leichter fallen, den Titel zu formulieren, wenn du deine Arbeit bereits in deinem Laptop versenkt hast. Ich hoffe also, ich konnte dir ein paar Ideen für den Titel deiner persönlichen Hausarbeit mitgeben. Ich würde mich über alle Maßen über ein Like und einen Kommentar freuen, sowie ein Abonnement, falls du nicht schon längst auf den roten Button geklickt und die kleine Glocke aktiviert hast. Schaue unbedingt in der Videobeschreibung vorbei. Dort findest du ein kostenloses PDF mit noch mehr Formulierungshilfen für deine wissenschaftlichen Arbeiten. Jetzt aber viel Erfolg beim Betiteln deiner Arbeit und bis zum nächsten Mal.